So, hallo und herzlich willkommen nochmal zum Live-Let's Play von Randall's Monday. Wir sind heute in Part 9. Wir sind letztes Mal stehen geblieben nach dieser extremst erfolgreichen Folge. Ne? Wir haben ja 4 Stunden lang gezockt, sind so viel weitergekommen. Wir sind durch den 4. Montag so durchgerannt. Und jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ne? Ich glaube, da habt ihr auch schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass wir Randall's Monday weiterspielen. Deswegen werden wir das auch jetzt machen. Na, wir laden unseren Spielstand. Montag, der 5. ist es. Und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Ach ja, wir haben ihn ja letztes Mal so lange genervt, bis er endlich sein Helium benutzt hat. Ich muss gerade nochmal gucken, was wir im Inventar haben. Ziemlich viel Scheiß. Wir haben immer noch den Teleskop-Entenbügel, der uns, glaube ich, durch das gesamte Spiel begleiten wird. Wir haben die Tube Klebstoff, die U-Bahn-Karte, den Verkehrskegel, die Girlanden, den Feuerlöscher, das Captain Red-Poster, die Visitenkarte, den Hammer, die Partytröte, Duct Tape, Baseball, Blech, einen Magneten, Torx-Schraubenzieher, repariertes Radio, offene Kapsel, das Maßband, geladene Wasserpistole, Polizeimarke, Zeitungen sind ja mittlerweile 4 und ein Handschuh. Bobs Handschuh. Jo. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Da hat er recht. Aber wir müssen... Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, was wir machen wollen. In Metz Wohnung können wir? Waren wir da schon drin? Ich krieg sie nicht auf. Die ist abgeschlossen. Ich muss da rein, bevor es zu spät ist. Okay, wir müssen irgendwie in Metz Wohnung kommen. Der will sich umbringen, ne? Ich habe hier noch nie angeklopft und ich... Haben wir irgendwas, um die Tür aufzubrechen? Vielleicht das Blech? Das funktioniert so nicht. Okay. Was könnte man da denn noch... Die U-Bahn... Nee, die U-Bahn-Karte, die haben wir ja letztes Mal benutzt. Shit, die Karte ist kaputt gegangen. Muss wohl anders hier reinkommen. Matt? Matt, bist du da? Hey, was soll das Geschrei? Ah. Wenn Sie nach Matt suchen, da sind Sie leider zu spät. Was soll denn das heißen? Der ist vor 5 Minuten weg. Der war völlig hinüber und meinte, er geht in die Bar weitersaufen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Guck mal an. Man soll Leute nicht an ihren Taten messen. An was denn dann? Naja, an ihrem Aussehen vielleicht. So. Dann gehen wir mal ins Claytons, würde ich sagen. Das fängt ja schon wieder sehr produktiv an, das freut mich. Ja, und falls ihr euch die vorangegangenen Folgen anschauen wollt, auf dem YouTube-Kanal sind die alle in der Playlist. Die gesamten 17 Stunden Spielzeit sind es wirklich. Ne? Ab ins Claytons Cave. Da treffen wir auf Matt, der uns mit Sicherheit mit Freuden empfängt, nachdem wir mit seiner Alten geschlafen haben. Elaine? Scheiße. Wie sieht sie denn aus? Na, was glaubst du denn? Ah. Hallo? Mann, jetzt würde ich sogar Eintritt bezahlen. Wenn du anfangen willst, hier Scherze zu treiben, dafür bin ich nicht in Stimmung. Oh, schlechten Tag gehabt? Kann ich was für dich tun? Was meinst du, ein kleines Tänzchen? Nein, Randall, ich will kein kleines Tänzchen. Kann man nicht mal mit seiner Lieblingsbedienung tanzen? Übrigens, du siehst heute echt ultra scharf aus. Lass es, Randall. Oh, und hör auf, so zu sabbern. Ich bin es so leid, deine Körperflüssigkeiten aufzuwischen. Aber echt. Entschuldigung, ich... War nur ein Witz, Blödmann. Wow, Momo hat sie auch. Jackpot. Mal auf. Das ist so geil. Das ist so typisch. Weißt du, da steht diese wahrscheinlich sehr, sehr sympathische Person am Anfang des Spiels. War ja nicht die schönste, ja? Will sich an Randall ranschmeißen, zeigt Interesse und er hat überhaupt keinen Bock. Jetzt mittlerweile steht da diese aufgetakelte, aufgepimpte, mega Tittentussi und er wird scharf drauf. Wir werden sie jetzt nach einem Date fragen und er wird die Mega-Abfuhr seines Lebens bekommen. Das kann ich euch schwören. Wie wär's denn mal mit einem Date? Ein Date?
Mit wem? Irgendein Freund von dir? Ist der so witzig und zuvorkommend wie du? Ja, könnte man so sagen. Wie ist er denn so? Ich bin echt gespannt. Tja, du schaust ihm geradewegs ins Gesicht. Du und ich. Ein Date? Klar, warum nicht? Du und ich. Wir beide? Klar, wird sicher lustig. Lustig? Ich müsste so oft duschen wie Meryl Streep in Silkwood, damit ich den Randall-Gestank wieder loswerde. Hey, der war aber echt unter der Gürtellinie. Tut mir leid. Verzeihung. Du hast doch gerade gesagt, dass ich nett und lustig bin. Ach komm schon, Randall. Hast du schon mal was von Sarkasmus gehört? Du und ich zusammen? Bullshit. Du findest mich hässlich, stimmt's? Nein, das ist es nicht. Am Anfang dachte ich, du wärst eigentlich ganz niedlich. Aber als ich dann einen Blick in deine finstere Seele getan habe... Wie bitte? Na komm schon. Du bist so Abfall. Geil. Das weißt du auch. Okay, du bist schlimmer als Abfall. Du bist wie radioaktive Schlacke. In deiner Nähe zu sein, könnte einen umbringen. Hey, was ist dein Problem, Elaine? Was ist deins, Randy? Ich weiß von dir und Sally. Dein bester Freund ist am Boden zerstört und trotzdem versuchst du, mich hier anzumachen? Ich würde dir ans Gesicht spucken, aber mir bleibt echt die Spucke weg. Krass. Ja. Weißt du, ich kenne Sally schon sehr lange und ich habe keine Ahnung, wie du sie rumgekriegt hast. Aber eines sollte dir klar sein. Du ruinierst Leuten das Leben. Ich weiß, verdammte Scheiße. Ich will's ja eben wieder gerade biegen. Tja, da bist du ziemlich scheiße drin. Hast du Matt irgendwo gesehen? Leider habe ich das. Der ist schon eine Weile weg. Völlig fertig, der Ärmste. Immerhin war er noch an einem Stück. Das ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen? Der war am Boden zerstört. Den habe ich noch nie so erlebt. Weil du ihn nicht nach X-Men 3 gesehen hast. Aber egal, das meinte ich doch gar nicht, als ich an einem Stück gesagt habe. Verstehe ich nicht. Egal. Hat er irgendwas gesagt? Tja, wir haben eine Weile geredet. Du bist nicht besonders gut weggekommen. Versuch's doch wieder gerade zu biegen. Tja, du machst das nicht besonders gut. Glaub mir, es könnte schlimmer sein. Immerhin hat er seine Küche heute noch nicht umdekoriert. Noch nicht. Was? Egal. Konzentrieren wir uns aufs Positive. Ach, es gibt was Positives. Du siehst absolut geil aus. Das ist doch was Positives. Ja, das hast du schon mal gesagt. Lass das bitte, ja? Okay, okay. Zurück zu Matt. Was war los? Tja, er hat alle 10 Minuten ein Pitcher Bier bestellt, bis er ohnmächtig geworden ist. Dann hat er alle 5 Minuten Pitcher haben wollen. Danach hat er hier alles vollgekotzt. Mitleidsex. Hat er gesagt, wo er hin wollte? Er hat so einiges gesagt, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat also gekotzt. Aber hier riecht's gar nicht nach Kotze. Sehr aufmerksam. Was hat er auf dem Klo erledigt? Auf dem Klo? Komisch. Das passt gar nicht zu ihm. Glaub mir, ich hab's gehört. Wenn 1000 Leute gleichzeitig am Kotzen sind, höre ich Messgewürge immer noch aus. Okay, also... Sprüche. Wegen dieser anderen Sache. Du siehst heute echt super aus, Helene. Also echt, echt super. Umwerfend. Die Leier schon wieder? Lass das bleiben. Ich kann nichts dafür, ich meine... Okay, die BG-Dings, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Ich muss mich um ein paar Sachen kümmern. Weiß ich nicht, Motte. Bitte noch mal vorbei, ja? Der 5. Kaum erwarten. Ja, genau, er geht zum Kotzen auf Toilette. Ein richtiger Gentleman. Wir gehen mal gucken. Vielleicht hatte der irgendwas verloren. Ah, Entschuldigung, mir ist gerade pauschal schlecht. Boah. Ach so, Vivi. Ja, okay, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Oh. Spinnst du? Warmer. Ist ja eklig. Oh, ist... Leider kommt mir so, allein bei der Vorstellung kommt mir so die Kotze hoch. Aber wir werden mal gucken. Ich habe da so eine blöde Vorahnung. Lieber nicht. Okay. Aber mit dem Handschuh. Ich kann da nicht mehr hingucken. Das hier wird mich für immer verändern. Ist das widerlich. Boah, ist das eklig. Alter, ist das widerlich. Sieh mal einer an. Matt ist also zu Dr. Johnson.
Da muss ich dann wohl auch mal wieder hin. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal. Boah, ist das eklig. Wir gehen noch mal in der Seitenstraße gucken. Nicht zu finden. Der Penner wird bestimmt auch noch seinen Gastauftritt haben. Also ab zum Psychiater. Ellen! Mal gucken, ob Ellen da ist. Oder ob Matt jetzt Ellen ist. Viele Suche, das ist eklig. Das ist echt eklig, Mann. Schön. Ne, mir ist gerade. Die beiden Pappnasen wieder, ne? Erstmal ansprechen. Na, was geht hier, Typen? Typen? Wer zum Geier bist du denn? Mach dich locker, Kumpel. Hab mich nur gefragt, was ihr hier so treibt. Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Warum so angefressen? Wir trauen Fremden nicht. Du könntest ja so ein scheiß Bulle sein oder so. Komm schon. Sehe ich wie ein Bulle aus? Keine Ahnung, aber die Typen sind überall. Kannst mir schon glauben, ich bin kein Kopf. Was denkst du, Mann? Okay, wir trauen dir. Also, was zum Geier willst du? Ja, nichts. War nur neugierig. Tja, Neugier ist nicht immer gesund. Meine Gesundheit ist mir egal. Also, was treibt ihr Typen hier? Braucht ihr Hilfe? Dein Kumpel hier ist schon einer von den Stillen, hm? Habt ihr einen besoffenen Typen mit einem Afro rumlaufen sehen? Habt ihr so einen besoffenen Typen mit einem Afro rumlaufen sehen? Hm, vielleicht. Den habe ich wohl vor einer Weile gesehen. Der ging beim Seelenklempner rein oder kam dann wieder raus. Sei verdammt fertig aus der Knabe. Okay, braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Sehen wir aus, als bräuchten wir Hilfe? Ja, eigentlich nicht. Eben, wir kommen ganz gut alleine klar. Okay. Meine Gesundheit ist mir egal. Also was treibt ihr Typen hier? Geschäfte, Mann, Geschäfte! Ich meine nur, naja, ihr seht absolut wie zwei Dealer aus. Ja und? Na nichts und. Ich meine, was vercheckt ihr denn so? Scheiße, alles außer Koks, Heroin und unsere Ärsche. Okay. Snoogans! Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, Mann. Snoogans? Ja, zum Schießen. Wir verchecken illegale Captain Red-Masken. Echt? Wo habt ihr die denn her? Der Wichser, der den Comicladen betreibt, hat eine Kiste davon in seinem scheiß Auto gelassen. Kann ich so eine haben? Eine Maske? Weiß nicht. Du siehst aus wie eine richtige Nervensäge. Man soll Leute erst beurteilen, wenn man sie kennt. Ihr zwei seid doch das beste Beispiel. Was zum Geier soll das denn heißen? Nichts. Ich meine nur, ihr zwei seht aus wie ein paar Drogendealer. Aber jetzt, wo ich mit euch gesprochen habe, weiß ich, ihr dealt gar keine Drogen, sondern nur anderes Zeug. Hast du Kohle? Nicht mal ein Penny. Ja, was willst du dann, Mann? Scheiße, wenn du kein scheiß Geld hast, warum verschwenden wir dann überhaupt unsere Zeit mit dir? Weil dein Kumpel hier sein Maul nicht aufkriegt und du ganz gerne mal ein Schwätzchen hältst. Stimmt schon, Mann. Das fette Arschloch macht mich manchmal echt fertig mit seiner Schweigenummer. Was, stimmt was nicht? Ich sag nur die Wahrheit, Mann. Mann, das ist so langweilig hier. Wünschte, wir hätten ein bisschen Ablenkung. Tja, schon tragisch, dass dein Kumpel die ganze Zeit stumm geschaltet ist, hm? Tja, noch nie darüber nachgedacht, Kumpel. Naja, also, wegen der Masken. Gib mir doch einfach die erste umsonst. So läuft das doch normalerweise bei euch Dealern. Wer zum Geier glaubst du, dass wir sind, Mann? Habt ihr irgendwelche Guy Fawkes oder Predator-Masken? Und? Was wollt ihr damit machen? Eine Menge Fragen für einen, der angeblich kein Bulle ist, Mann. Dieses Jahr ist 35-jähriges Scheiß-Captain-Red-Jubiläum. Also dachten wir, es gibt bestimmt ein paar Penner, die voll auf den Scheiß abgehen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die Sendung ist doch eher am Abkacken. Verkauft sich gar nicht mehr gut. Scheiß verfickter...